Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, mein Name ist Arne Lietz und ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt und grüße ganz herzlich aus dem Europäischen Parlament nach der Sommerpause. Auch in diesem Monat veranstaltet die Friedrich-Ebert-Stiftung von Sachsen-Anhalt eine Filmdiskussion im Burgertheater. Und es gibt heute den Film Blast, Ausbruch. Und er erzählt von der Geschichte der jungen Griechin Maria, die mit der griechischen Bürokratie und finanziellen Schulden versucht, ihr Leben zu meistern. Und der Lähmung einer ganzen Generation im heutigen Griechenland damit zu entfliehen. Die EU hat in einer Strategie, die heißt EU 2020, das Problem der Ausgrenzung junger Menschen aus Bildung, Ausbildung und Arbeit stärker in den Blick genommen. Seit Januar 2015 läuft beispielsweise auch in Deutschland ein Modellprogramm, das heißt Jugend stärken im Quartier. Und es unterstützt hier mit der Situation, dass 13.000 Jugendliche bei der Integration in den Arbeitsmarkt gefördert werden. Für die Förderperiode bis 2020 gibt es dafür 115 Millionen Euro an EU-Fördermitteln und die kommunale Jugendsozialarbeit wird damit entscheidend gestärkt. Sehr wichtig ist aber, dass hier die Abrechnung der Mittel neu aufgesetzt werden muss. Beziehungsweise ist es auch sehr wichtig, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Europa, die immer noch viel zu hoch ist, stärker angegangen wird. Es gab zum Europawahlkampf das Thema Jugendgarantie, dass man schnell wieder eine Arbeit findet, wenn man in die Jugendarbeitslosigkeit gerät. Die ist bis jetzt überhaupt noch nicht so erfolgreich angelaufen, wie wir es brauchen. Wenn wir die Jugend Europas gerade in den südeuropäischen Ländern verlieren, dann verlieren wir die Zustimmung für Europa in Europa. Und das kann nicht sein. Deswegen setzt die deutsche, aber auch die europäische Sozialdemokratie alle Hebel, um hier mehr in Schwung zu bringen. Ich wünsche jetzt ein interessantes Kinoerlebnis und vor allen Dingen eine gute Diskussion mit Dr. Rudolf Zwiener von der Hans-Böckler-Stiftung und grüße ganz herzlich aus Brüssel. Euer Arne Lietz.